Und in Potsdam begrüße ich den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Herr Woidke, Ihr Kabinett hat ja heute die neue Corona-Umgangsverordnung beschlossen. Die erlaubt unter anderem weiterhin Kultur- und Sportveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern. Lässt sich das Virus, die Delta-Variante, wirklich so in Schach halten? Also wir haben schon sehr genau unterschieden zwischen Veranstaltungen, die beispielsweise draußen stattfinden oder im Innenbereich stattfinden. Da gibt es sehr unterschiedliche Anforderungen. Wir haben bei allen Veranstaltungen sehr hohe Hygieneanforderungen. Und da, wo beispielsweise Innenveranstaltungen geplant sind, muss zwingend getestet werden, außer man ist beispielsweise Geimpfter oder Genesener und kann das nachweisen, sodass ich glaube, dass wir schon hier einen guten Rahmen haben, um auch weiter gut durch die Pandemie zu kommen. Wir haben in Brandenburg die viertbeste Inzidenz von allen Bundesländern. Und ich glaube, auch da ist es gerechtfertigt, entsprechende weitere Öffnungsschritte zu gehen. 5,7 heute, aber das könnte sich schnell ändern, wenn ab 9. August der Unterricht wieder losgeht. Dann sollen die Schülerinnen und Schüler, ich sage mal, nur zweimal die Woche getestet werden. Für Grundschüler gilt die Maskenpflicht auch nur in den ersten beiden Wochen. Das ist sowohl der Ärztekammer als auch dem Lehrerverband deutlich zu wenig. Warum da so unambitioniert? Also wir haben uns ja mit den anderen Bundesländern abgestimmt. Und natürlich ist es gerade, was die Maskenpflicht bei den Grundschülerinnen und Schülern betrifft, also bei den Kleinsten, eine schwierige Entscheidung, die man da zu treffen hat. Und gerade erst recht bei den Temperaturen, die wir haben zwischen 28 und 30 Grad, ist es ja auch für die Kinder sehr, sehr anstrengend, sodass wir hier uns mit anderen Ländern noch kurz geschlossen haben und gesagt haben, wir wollen diese zwei Wochen in den Grundschulen, diese zwei Wochen als Schutzwochen deklarieren und hier vor allen Dingen abwarten, wie sich die Urlaube, die Urlaubsrückkehr und auf die Inzidenzentwicklung auswirken und dem entgegenwirken, dass die Schulen hier zu Inzidenz-Hotspots werden. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Insgesamt gibt es da sehr starke und straffe Hygieneanforderungen. Und auch was die Tests betrifft, ich halte zweimal die Woche zunächst vor dem Hintergrund, den wir heute haben, für ausreichend. Wenn es da neue Erkenntnisse geben sollte, dann behalten wir uns natürlich genauso vor, weitere Tests einzuführen. Weil Sie gerade die Hygieneanforderungen ansprechen in puncto Infektionsschutz, da scheinen ja nach wie vor die Konzepte des vergangenen Herbstes zu gelten. Luftfilter zum Beispiel, die wird es in Brandenburg flächendeckend weiterhin nicht geben. Ist der gewünschte Präsenzunterricht so wirklich bis ins Frühjahr hinein zu gewährleisten? Welches Gefühl haben Sie dabei, wenn nach wie vor Maske, Abstand und vor allem Stoßlüften gilt? Luftfilter ist ein wichtiges Instrument, aber vor allen Dingen in Klassenräumen, die nicht gut belüftet werden können. Und wir wissen alle, die Studien sind ja bekannt, das Umweltbundesamt beispielsweise hat Luftfilter getestet auf ihre Wirksamkeit und die Ergebnisse sprechen nicht unbedingt nur für Luftfilter. Also wir müssen hier einen vernünftigen Mix finden zwischen den Luftfiltern, da wo sie gebraucht werden, wo beispielsweise Klassenräume da sind, die nicht entsprechend belüftet werden können und in einer vernünftigen Belüftung der Klassenräume. Das ist, glaube ich, auch jetzt in dieser Jahreszeit durchaus möglich. Und dann werden wir sehen, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickelt. Und dann muss man natürlich gegebenenfalls drüber nachdenken, wenn die Inzidenzwerte hoch sein sollten, gerade auch im Kinder- und Jugendlichenbereich, dass dann entsprechend weitere Schritte gegangen werden zur Wintersaison hin. Und die Inzidenzen könnten auch dadurch wieder steigen, dass in den nächsten Tagen ja tausende Brandenburger aus dem Urlaub auch im Ausland zurückkehren. Sind Sie, Herr Woidke, für oder gegen die von Spahn gewollte Testpflicht für nicht vollständig geimpfte Rückkehrer? Die SPD spricht da ja im Moment nicht mit einer Stimme. Also ich bin ganz klar dafür, dass wir eine Testpflicht haben für alle die aus Regionen zurückkehren, die eine höhere Inzidenz haben als wir in Deutschland, die vielleicht auch aus Virusmutationsgebieten zurückkehren. Wir reden ja heute über die Delta-Variante, es kann in Zukunft ja weitere Varianten geben. Und ich glaube, die Testpflicht für Menschen, die nicht geimpft sind, die nicht zweimal geimpft sind, ist hier ein guter Weg, um vorsichtig damit umzugehen, dass wir auch beispielsweise uns die Erfahrung angucken müssen. Sie haben es ja zitiert, was im letzten Herbst passiert ist. Ich glaube schon, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland im September, Oktober viel damit zu tun hatte, dass Reiserückkehrer aus vielen Regionen der Welt zurückgekehrt sind und dann entsprechend ungewollt, aber trotzdem ist es passiert, eine Virusfracht mit sich gebracht haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Weg. Die Entscheidung auf der Bundesebene sollte allerdings
möglichst schnell fallen und nicht erst Mitte August oder Ende August. Bei uns ist die Feriensaison in wenigen Tagen zu Ende. Und dann geht es wieder los und die Menschen kommen jetzt schon von den Reisen zurück. Und deswegen kann ich die Ruhe, die da auf der Bundesebene besteht, momentan nicht ganz nachvollziehen. Ihre Parteichefin Saskia Esken ist ja auch für diese Testpflicht und sagt, Kontrollen auf Autobahnen und in Zügen seien so wirklich kurzfristig zu organisieren. Das klingt jetzt einfacher, als es in der Praxis vermutlich ist. Wie würde denn Brandenburg eine solche Testpflicht für Reiserückkehrer konkret durchsetzen? Naja, wenn es um Tests und Fragen, die die Grenzen betreffen, geht, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass das gemeinsam mit der Bundespolizei passiert. Aber wir sind natürlich auch mit unseren Möglichkeiten bereit, entsprechende Regelungen durchzusetzen. Und dass dann vielleicht nicht jeder einzelne Reisende kontrolliert werden kann, ist auch, liegt ja völlig auf der Hand. Aber das ist natürlich, was wir während der gesamten Corona-Pandemie gehabt haben, dass es viele Verbote gegeben hat, die nicht hundertprozentig jedes Mal kontrolliert werden können, die aber trotzdem gewirkt haben. Und ich glaube schon, es wird eine Wirkung haben. Und eine Testpflicht für jemand, der aus dem Urlaub zurückkommt, ist ja auch für ihn persönlich, und das sollte man immer wieder deutlich machen, eine größere Sicherheit, nämlich auch die Sicherheit, dass er, wenn er zurückkommt, nicht weitere Familienmitglieder, Verwandte, Freunde ansteckt. Auch eine Frage, die Bund und Länder nun schon am 10. August bei einer Videokonferenz, wie von Ihnen gewünscht, besprechen werden. Letzte Frage, welches Signal muss da aus Ihrer Sicht von dieser Runde ausgehen, um der drohenden vierten Welle wirksam zu begegnen? Erstens muss das Signal ausgehen, dass eigentlich immer aus diesen Ministerpräsidentenkonferenzen ausgegangen ist, dass wir in großer Einigkeit weiter gemeinsam daran arbeiten, diese schwierige Infektionssituation einzudämmen. Wir haben es, glaube ich, erfolgreich geschafft. Wenn Deutschland sich vergleicht mit anderen Ländern in der Welt, dann sind wir doch momentan auf einem sehr, sehr guten Weg und können damit zufrieden sein. Zweitens ist das Signal auch klar, wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Das Virus hat nichts an seiner Gefährlichkeit verloren. Wir müssen uns auf die neuen Situationen einstellen und müssen uns darauf vorbereiten, dass vielleicht auch neue Überraschungen irgendwann vor der Tür stehen. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt eine gute Situation haben, in der wir uns momentan befinden. Und ich glaube, dass, wenn wir zielgerichtet weiterarbeiten, zum Beispiel auch gemeinsam alles dafür tun, dass die Menschen sich impfen lassen, ich füge hinzu, freiwillig impfen lassen, dann kann da auch noch mal ein klares Signal kommen. Denn Impfen bedeutet am Ende, dass wir alle schnell unsere Freiheit zurückgewinnen. Und dazu wird es auch im Land Brandenburg demnächst eine verstärkte Werbe- und Impfkampagne geben. Herr Woidke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und Grüße nach Potsdam. Ich danke Ihnen. Alles Gute.